willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. In der letzten Folge habe ich ja damit angefangen, Silageballen herzustellen. Und wie versprochen, habe ich damit auch weitergemacht. Die brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber ihr wisst, lukrativ sind sie. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch die letzten Bahnen und dann werden wir die gleich alle einsammeln. Es dauert 2 Tage, bis wir die dann wirklich zu Geld machen können. Und ich habe mir jetzt nochmal, während ich hier gepresst und gewickelt habe, überlegt, ich werde nicht alle zu Geld machen. Ich glaube, ich werde ein paar auf dem Hof lagern. Einerseits für schlechte Zeiten und andererseits für den Fall, dass ich irgendwann mal Kühe habe. Kann ja alles passieren, ne? Und dann will man da irgendwie auch gerüstet sein. Deswegen ist das, glaube ich, keine schlechte Sache. So, in der letzten Folge habe ich ja eher schlecht als recht gepresst, ne? Also es war jetzt keine Katastrophe, aber man muss da schon ein bisschen wachsam sein und muss dann immer ein bisschen zurückfahren. Das kann man gut machen, wenn man irgendwie nur Musik hört oder so, aber wenn man dabei erzählt, dann finde ich das immer ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man dann in der Innenperspektive fährt. Ich gebe mir jetzt hier auf den letzten Metern nochmal Mühe, aber ich glaube, wir kriegen nur noch einen einzigen Ballen raus, oder? Ich glaube, das wird nichts mehr. Gut, wollen wir nochmal schnell ein bisschen zurück. Und dann kommt da der Ballen raus und dann geht's gleich weiter. Ich habe kurz vor der Folge jetzt nochmal nachgeguckt. Ich meine, das kann sich jetzt wieder geändert haben, aber ich war mir in der letzten Folge ja nicht ganz sicher, ob es das LSFM Equipment Pack mit diesem Karren da und mit der Schubkarre und so. Wir können uns das gleich nochmal im Shop anschauen. Ich muss ja sowieso die Presse noch zurückgeben. Dann können wir mal schnell in den Shop gucken. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, mehr bekommen wir hier nicht raus. Na gut. Dann soll das hier nochmal abgelegt werden und dann gehen wir die so zurück. Denn, ja, da vorne ist noch so ein kleines Häufchen, aber das wird nicht reichen. Gut, machen wir zu, das Ding machen wir aus und dann Abfahrt. So, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich noch nicht veröffentlicht worden. Deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Farmer Andy, der mir da eine Vorabversion zugeschickt hat. Sobald das allerdings veröffentlicht wird, seht ihr das entweder auf der Seite LS Farming Mods, glaube ich, ne? Also auf der LSFM Seite. Oder ich werde es euch auch, wenn ich es dann mitbekommen habe, im Video erläutern oder davon berichten. Also, ihr werdet irgendwann auf jeden Fall drankommen. Ist auch eine ziemlich coole Sache, wird allerdings vermutlich vor allen Dingen auf der Hof-Bergmann-Map, die auch schon in Arbeit ist, habe ich gesehen, zum Einsatz kommen. Hier auf der Karte, ja, kann man das machen, aber ist natürlich nicht ganz so sinnvoll, ne? Gut, dann steigen wir einmal schnell aus und dann gucken wir mal schnell, dass wir hier alles wegnehmen. Und dann müssen wir das Fahrzeug gleich mal wechseln. Aber repariert wird das Ding immer noch nicht. Ich habe nette Nachrichten bekommen von euch. Ich habe von einem ein Video geschickt bekommen. Also in der Realität wird es wohl angezeigt, wenn ein Wartungsintervall ansteht. Das hatte mir auch irgendjemand, glaube ich, unter der vorletzten Folge geschrieben. Denn ich habe mich ja ein bisschen darüber echauffiert, dass man hier nach 10 Betriebsstunden 20.000 Euro zahlen soll. Mit der Modifikation waren es ja dann nur noch 10.000 oder 8.000 oder sowas. Jetzt wurde es mit dem Patch ja dann noch weiter runter geregelt, ne? Also das ist jetzt doch einigermaßen human. Aber darüber habe ich mich ein bisschen echauffiert, habe ich ein Video zugeschickt bekommen und da war so das Wartungsintervall irgendwie um 5.000 Stunden überschritten oder so. Fand ich ganz witzig. Und ich habe in den Kommentaren erklärt bekommen, dass zum Beispiel irgendwie ein Class Jaguar oder sowas nach 500 Betriebsstunden den ersten großen Service hatte. Und selbst da bleibt man dann irgendwie im vierstelligen Bereich meistens. So sollte es sein. Also kann natürlich auch ein bisschen teurer werden. Aber so sollte das eigentlich in der Realität sein. Also vielen Dank für die Aufklärung. War ja nicht ganz falsch mit meiner Meinung, dass das nicht ganz realistisch ist. Jetzt müssen wir uns allerdings um eine andere Sache kümmern. Wir brauchen einen Ballenwagen. Und bevor ich mich darum kümmere, zeige ich euch nochmal schnell, wie versprochen, unser LSFM Hofausrüstungspack, wie gesagt vom Farmer Andy. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja, und da gibt es hier eine schicke neue Schubkarre, eine etwas ältere Schubkarre. Dann hier irgendwie, weiß ich auch nicht genau, was das jetzt hier ist. Marke Eigenbau, glaube ich. Ich glaube, wir hatten früher in der Schule im Schulgarten so ein Ding. Aber war irgendwie so ein Transportkarren. Ja, und dann gibt es hier noch einen Fasswagen und einen Transportwagen. Den kennen wir schon aus der letzten Folge. Das also nochmal schnell als kleiner Nachtrag. Und jetzt müssen wir zum Ballentransport und dann werde ich mir hier so ein Moped gönnen.
Für 2575. Halsabschneider sind das. Ah, das wird wohl hier zur Tradition, dass ich mich immer wieder über die Mietpreise ärgere. Aber kriegst nichts geschenkt hier, ne? So ist das. Naja, was willst du machen? Und bevor er jetzt ankommt mit, du könntest dir ja auch einen sogenannten Frontlader nehmen und dann die Ballen schön einzeln auf den Hof bringen. Das ist richtig. Ein guter Punkt. Macht mir aber ehrlich gesagt wenig Spaß. Also das Ballenhandling soll zwar besser geworden sein. Können wir auch irgendwann, oder werden wir auf jeden Fall irgendwann noch ausprobieren. Spätestens, wenn wir dann Kühe haben. Na, einmal ran das Ding. Zapfel haben wir nicht. Und auch sonst ist das alles verbunden. Hervorragend. Genau, also spätestens, wenn wir Kühe haben, dann werde ich das sowieso ausprobieren. Aber bis dahin bin ich ganz froh, nicht 50 oder 60 Ballen oder wie viel das hier sind, einzeln zum Hof transportieren zu müssen. Ich meine, hier geht's noch, aber wir werden es sowieso irgendwann noch machen, deswegen spare ich mir das heute mal. Heute bin ich ein bequemer Mann. Wir haben auch keine Zeit dazu. Ein etwas schwaches Argument, aber müssen wir jetzt einfach mal bitte so akzeptieren. So, dann muss es einmal aufgemacht werden. So, mit der Taste B und dann können wir das hier alles schön einlagern. Ich werde das hier einfach mal von der Seite, so wie man das eigentlich auch machen würde. Man kann zwar auch von der anderen Seite dran fahren, aber wir können jetzt auch so das hier verladen. Werde ich das jetzt einfach mal aufnehmen und weil das jetzt nicht allzu spannend ist, würde ich vorschlagen, ich nehme das jetzt auf, mache das alles im Zeitraffer und bringe die erste Fuhre dann direkt erstmal zum Viehhändler. Denn ich habe gerade mal schnell noch geschaut. Wir können jetzt nochmal schauen, genau. Das wird natürlich erst in 2 Tagen relevant, ne? Also wir können das erst in 2 Tagen verkaufen. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo wird dann der beste Preis da sein? Ich weiß es nicht. Da jetzt allerdings aktuell der Viehmarkt den besseren Preis hat, werde ich das einfach dahin bringen. Und dann muss ich das nur noch dort verkaufen. Dann muss ich das nicht später nochmal verladen. Ich denke, das ist einigermaßen komfortabel und sinnvoll, das so zu machen. Und dann muss ich mal gucken, wie viel dann noch übrig ist auf dem Feld, aber ich denke, die 2. Ladung werde ich dann auf den eigenen Hof bringen und dort erstmal irgendwo in irgendeiner Ecke lagern. Das sehen wir aber gleich. Ich würde sagen, ich... Ja, wie soll ich den da? Ja, den muss ich jetzt mal hier so ein bisschen quer aufnehmen. Nicht ganz so schön jetzt hier. Naja, aber ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach mal schnell im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ging flotter als gedacht. Das war eigentlich jetzt nur eine Tour zum Viehhändler und jetzt die letzten Ballen kann ich noch auf den in die Ladung hier reinpacken und dann war es das auch schon. Na herrlich. So, müssen wir noch ein bisschen dichter dran fahren und da wird das aufgenommen und da vorne ist auch noch einer und dann muss ich nochmal kurz gucken, ob ich irgendeinen vergessen habe. Aber ich glaube, das war's dann. Herrlich. So soll es doch sein. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe auch nette Nachrichten von euch bekommen und da meine ich vor allen Dingen eine, also viele von euch schreiben mir ja immer mal nette Nachrichten, da freue ich mich auch immer drüber. Aber ich habe jetzt kurz vor der Folge noch eine gelesen bzw. gehört auf Instagram. Da war nämlich ein Soldat, der hat gesagt, eigentlich spielt er nur Call of Duty, aber jetzt hat er sich irgendwie da mit dem LS befasst und jetzt spielt er den. Sehr gerne. Und guckt sich dann nebenbei immer die Frankreich-Videos an. Deswegen an der Stelle herzliche Grüße. Sowas erfreut mich immer, muss ich euch ehrlich sagen. Das war immer nett.
So. Vor allen Dingen finde ich es auch immer interessant, was die Menschen, die mir hier so zuschauen, so arbeiten. Also das ist ja wirklich komplett durch die ganze Gesellschaft durch. Natürlich einige auch Landwirte, aber auch viele in Bürojobs, dann jetzt hier der Soldat und viele, viele andere oder Trucker sind auch viele dabei und so. Finde ich klasse. Oder Rettungsdienst, Feuerwehr, alles Mögliche. Gut, finde ich immer wieder schön und interessant. Ich glaube, wir sind fertig hier. Ich glaube, das war's. Boah, ging wirklich flotter als gedacht. Vielleicht hätte ich das selbst noch mit dem Frontlader hinbekommen. Da muss ich mir sowieso noch Gedanken machen. Habe ich euch ja in der letzten Folge gefragt. Werde ich mich dann mal in der nächsten Folge drum kümmern. Denn bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich muss nämlich bis dahin pflügen. So. Und deswegen muss ich jetzt hier gleich mal, also erstmal muss ich natürlich den Anhänger hier zurückbringen. Überlegt nur, wo ich jetzt hier am besten die Silageballen hinpacke. Habe ich euch eigentlich schon meinen Plan mitgeteilt? Ich glaube schon irgendwann mal, ne? Aber ich habe mir ausführliche Pläne zur Hofgestaltung gemacht. Und ich habe auch den Wunsch durchaus mitbekommen, dass ich das Safe Game zum Download bereitstellen soll. Ich kann das machen, nur ich würde nach wie vor noch vorschlagen, dass ich noch ein bisschen warte, weil aktuell kann man damit, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel anfangen, oder? Also, sowohl finanziell steht der Hof jetzt nicht auf so einer super soliden Basis, muss ich selbstkritisch gestehen. Noch optisch ist jetzt irgendwie, oder auch der Fuhrpark, das ist ja alles noch relativ in den Anfängen. Kann ich natürlich machen, aber ob das so spannend ist, weiß ich nicht. Vor allen Dingen ihr braucht dann halt auch alle Mods, ne? Damit das alles funktioniert. Naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn es jetzt euer Wunsch ist, dann kann ich euch das gerne zum Download bereitstellen. Ansonsten würde ich aber vorschlagen, warte ich damit noch ein bisschen. Gut, ich glaube, hier kann ich das guten Gewissens hinpacken. Hier stört das niemanden. Ich habe hier leider keine Halle und ich meine, sowas muss man auch nicht unbedingt in die Halle tun. Bei uns in der Region wird das auch oft gemacht, dass solche Silageballen einfach am Feldrand verbleiben und dann dort irgendwann abgeholt werden. Weiß ich nicht, hätte ich jetzt hier natürlich auch machen können, aber ich dachte mir, auf dem Hof ist ja noch ein bisschen Platz und so weit ist das ja nicht entfernt. Gut, dann wird das jetzt zurückgebracht. So, wird das eingeklappt, super. Dann bringen wir das schnell zum Händler zurück und dann wird der Klaas hier mit einem Pflug ausgestattet und dann soll er die Wiese mal unterpflügen. Ich glaube, man könnte auch mit dem Grubber arbeiten, aber in der Realität würde da, glaube ich, ein Grubber nicht reichen. Das hat der Kort mir auch erklärt, dass bei denen auf den Feldern auch oft eine Wiese angelegt wird. Ja, mehr oder weniger als Zwischenfrucht. Also, das heißt dann nicht Zwischenfrucht, aber zwischen den Zyklen da eben wird dann auf einem Feld auch gerne mal eine Wiese angelegt. Da wird es allerdings nicht runtergemäht, sondern wird einfach draufgelassen, wird untergegrubbert und dann dient das sozusagen dem Humusaufbau, sodass der Boden eben, ja, vereinfacht gesagt, fruchtbar ist. Die Zusammenhänge genau, die könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, was da genau dann biologisch passiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber fand ich ganz interessant, also so macht der das. Das wird dann, glaube ich, zwischen den Mais schon gesät. Oder so ähnlich hat er es erklärt. Könnt ihr euch aber auch nochmal im Stream anschauen, den wir vor, ja, gut einer Woche auf Twitch gemacht haben. Der sollte noch online sein. Gut. Ich weiß übrigens, man kann das auch übers Menü zurückgeben, die Geräte. Aber ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man das direkt beim Händler vorbeibringt. Und wenn wir schon mal so nah beim Händler sind, dann können wir es auch machen. Deswegen fahre ich einmal schnell hier auf die Fläche und dann heißt es zurückgeben. Jo. Ab dafür. Gut. Dann können wir jetzt ohne den Anhänger wieder zurückfahren. Den Fendt habe ich schon auf den Hof gebracht. Den brauche ich, um ein bisschen Dünger zu streuen. Zwar nicht auf meinen eigenen Feldern. Also das kommt jetzt hier auf dem Maisfeld dann als nächstes. Aber der Rest ist schon ganz gut versorgt. Und ich habe eben auch mal schnell geschaut, auch unsere Honigpaletten sind erstmal abgeräumt, also die nächste ist dann noch im Aufbau. Da produzieren die Bienen noch fleißig, aber das ist noch nicht abfahrbereit oder verkaufsbereit. Deswegen brauche ich mir da erstmal noch keine Gedanken drum zu machen, aber ich möchte ein paar Missionen machen mit dem Fendt und dem Düngerstreuer, weil das ist lukrativ. Da kann ich noch mal ein bisschen Geld verdienen
Und dann wartet schon die nächste Frechheit auf uns. Denn man muss ja hier, also ich entferne mich da sicherlich manchmal so ein bisschen von der Realität und weiß es auch durchaus. Nur das Spiel ist meines Erachtens schon wesentlich schwieriger geworden im Vergleich zum LS19. Man muss mehr bedenken und es ist auch alles ein bisschen entschleunigter. Ich finde das nicht schlecht, aber gerade am Anfang ist es halt echt schwierig, Geld zu verdienen. Und deswegen muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie man das alles macht hier. So, ich würde mir gerne folgende zwei Felder kaufen. Ich bringe, glaube ich, erstmal den aufs Feld und dann zeige ich euch das. Und dann zeige ich euch, warum ich die jetzt vermutlich doch noch nicht kaufen werde, sondern erstmal abwarten werde. Ist mit einem Risiko verbunden, gebe ich gern zu. Aber das muss ich jetzt einfach mal eingehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der verliert meistens auch nicht, aber gewinnt tut er auch nicht. Ja? Wir wollen ja gewinnen. Toi, toi, toi. So, ein Gewicht nehme ich auch noch mit. Besser ist das wohl. Und dann wird der Pflug einmal eingeklappt. So. Und dann geht's raus aufs Feld. Ich glaube, ich lasse den mal da vorne direkt starten. Da muss ich nicht ganz so weit fahren. Und da können wir gleich wieder alle andersrum in die Kommentare schreiben. Ich krieg mittlerweile nicht nur Kommentare oder Chatnachrichten während des Streams, sondern mittlerweile sogar Nachrichten, wo mir Leute einfach nur bei Instagram schreiben, einfach nur andersrum. Scheint ein prägendes Erlebnis gewesen zu sein. Ich kann aber auch nicht mehr pflügen, ohne dran zu denken. Naja, jetzt wird es vermutlich alles falsch sein. Na, was ist jetzt hier? Ah, jetzt. Irgendwie wollte er gerade nicht nach vorne fahren. So. Und dann soll er jetzt einfach machen, wie er meint. Also. Naja, komm. Soll der Helfer machen. Ist jetzt so nicht ganz richtig, aber passt. Tschüssikowski. So, das soll jetzt der Helfer machen und wir machen in der Zeit dann ein paar Aufträge. Jetzt zeige ich euch aber nochmal schnell, was mein Kalkül ist. Der zweite Schnitt hier im Mai ist natürlich schon die erste Frechheit, aber die zweite folgt sogleich. Und zwar habe ich folgende Felder hier im Blick. Auf der 40 möchte ich später mal einen Kuhstall bauen. Also da sollen dann später die Kühe grasen und eben Milch produzieren. Die würde ich jetzt ganz gerne schon so langsam kaufen, werde ich vielleicht in diesem Jahr dann noch bewirtschaften, aber danach soll dann da eben ein Kuhstall drauf entstehen. Und dann hätte ich gerne noch die 41 und natürlich gerne auch noch die 42 und die 39, aber das werde ich mir wohl nicht leisten können, da so realistisch bin ich dann. Aber diese Felder, die sind noch nicht angesät und Saatgut ist teuer. Und ich spekuliere jetzt so ein bisschen drauf, dass die noch angesät werden und dass da rein zufällig dann auch das drauf angesät wird, was ich gerne hätte. Also zum Beispiel Raps oder Soja. Weizen könnte ich auch noch gebrauchen. Also ihr seht, ich bin da nicht ganz so pingelig, nicht ganz so speziell. Hab da nicht eine Fruchtsorte im Kopf, sondern es kommen da einige in Frage. Sonnenblumen wären nicht so gut, Zuckerrüben wären nicht so gut und Baumwolle wäre eine Katastrophe. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was da passiert. Das ist mein Kalkül. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das jetzt eine gute Überlegung ist oder eine schlechte Überlegung. Ich könnte mir zumindest ein Feld natürlich auch jetzt schon kaufen, um da auf Nummer sicher zu gehen und dann könnte ich selbst drillen. Nur die Frage wäre dann eben was? Ja, ich bin ein bisschen unentschlossen in dieser Frage, aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, ich schnapp mir jetzt den Fendt, den habe ich gerade erst sauber gemacht, der kann jetzt direkt wieder dreckig werden und dann geht's ab zum Missionsfeld mit dem Düngerstreuer. So. Ich bin mal echt gespannt auf die Kommentare von euch. Ach ja, und mit dem Patch hat sich übrigens eine Sache geändert. Vor dem Patch war es ja, glaube ich, egal, ob man jetzt vor der Aussaat oder nach der Aussaat gewalzt hat. Da wurde ja ausführlich drüber gefachsimpelt, wann man das jetzt wirklich macht. Ja, jetzt wurde es, glaube ich, geändert, dass man das nämlich nur noch nach der Aussaat machen kann, dann zum Andrücken der Saat, so wie es ja auch in der Realität oft gemacht wird. Das also als kurze Info, weil ich das irgendwo gelesen hatte in den Kommentaren, glaube ich. Da hatte irgendjemand Fragen oder Probleme mit oder zu. So, und die lukrative Geschichte hier, die ich im Kopf habe. Ich
kann mir vorstellen, dass sich das noch hier ändern wird. Naja, hell sehen kann man nicht. Die lukrative Geschichte, die ich hier im Kopf habe, das ist das Feld 36. Das dürfte ein bisschen größer sein, aber ihr seht, das gibt auch reichlich Padde. Müssen wir mal kurz gucken, oder ich kann den ja schon mal annehmen. Vertrag akzeptieren. Und dann müssen wir mal gucken, wo es blinkt. Hier. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Das geht eigentlich. Aber ich glaube, ich werde mir noch Dünger kaufen müssen. Ein bisschen was habe ich noch in der Garage, aber das wird wohl nicht reichen. Deswegen werde ich nochmal schnell zum Shop fahren. Werde das hier mal hoch machen, dass das nicht hier auf dem Boden schleift. Und zumachen könnte ich den Kram hier auch mal. Gut, aber ich werde das mal bis zur nächsten Folge erledigen. Und jetzt hat er auch die richtige Position hier gefunden. Da muss ich also nochmal ein bisschen nacharbeiten. Hätte man sich sparen können, hätte der Flug direkt andersrum. wäre der direkt andersrum eingesetzt worden. Egal, mache ich dann später nochmal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann ist vermutlich fertig gepflügt und auch ein paar Düngemissionen sind erledigt worden. Und dann kauft man in der nächsten Folge entweder ein Feld oder wir machen was anderes Schönes. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, danke wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.